bei Übel. Master. Das wär's. Da geht's direkt zum Z. Ach. Jetzt hab ich mir den ganzen Weg gespart, ja? Hey, was willst du? Komm her. Ich kümmere mich darum. Hier. Ich kümmere mich darum. Geh dorthin. Das ist ja einfach. Der wieder am Abchillen ist. Position halten. Bleib da. Okay, sag einfach Bescheid, wenn du mich brauchst. Raketenwerfer, ja, nice. Legendär, Alter. Bunny des Junkies. Eine Shotgun des Junkies, ey. What? Ist Problem? Nee. So weit möchte ich nicht.
Das Junkies-Waffen mochte ich nie, da fand ich diese Mutanten. Mutantenwaffe? Was kann die denn? Aber weißt du, was das Problem ist an der Junkie-Waffe? Im Prinzip ist es die stärkste Waffe, die du haben kannst. Aber auch nur, wenn du halt alle Abhängigkeiten hast. Ich bin's. Ich weiß, dass du da bist, also mach auf. Die Jungs haben dich gestern gesehen. Also, die warten nicht, ich warte nicht. Wir verschwinden am Morgen. Also hör auf, den Einsiedler zu spielen und sei bei Sonnenaufgang bereit. Ich glaube, in Fallout 4 gibt es 14 oder 15 oder waren 12? Ich glaube, das waren 15 verschiedene Abhängigkeiten und jede Abhängigkeit erhöht den Schaden um 10%. Ist los mit dir? Du kannst nicht einfach so verschwinden. Mir egal, hinter wie vielen Fallen du dich auch versteckst, Coral. Wir sind noch da. Er ist dein Kind, nicht meins. Also reiß dich zusammen und komm zu uns, wenn du mit dem Mist hier fertig bist. Vielleicht bist du vor langer Zeit auf was gekommen und ich erfahre es erst jetzt. Es war nicht fair, Coral. Gäbe es nicht das Kind. Ja, na klar, Kleiner. Ich habe auch Hunger und hier gibt es nichts für uns. Gehen wir. Ja, das Junkies, steht es, denke ich, da? Nee, ne? Aber es sind 10% pro Abhängigkeit. Falls du mich beeindrucken willst, so wird das nichts. Hey! Und? Komm mit. Jo, alles klar. Entschuldigung. Es ist schön, unterwegs zu sein. Good Neighbor hatte langsam seinen Reiz verloren. Warum sagst du das? In Good Neighbor konnte man gut Arbeit finden, aber nur sehr schlecht leben. Sagen wir es mal so. Es ist nicht sehr erholsam, ständig mit einem offenen Auge zu schlafen. Trotzdem war es für mich der optimale Arbeitsplatz. Die Schläge aus Diamond City hätten mich aus der Stadt gejagt. Und allein durch das Commonwealth zu ziehen ist nicht empfehlenswert, wenn die Kronkorken fehlen. Was meinst du damit? Ich brauchte einen Ort, an dem mich die Leute finden konnten, wenn sie meine Dienste benötigten. Die Bewohner von Good Neighbor stellten nicht allzu viele Fragen, das passte mir sehr gut. Also habe ich eine Vereinbarung mit Hancock getroffen und gewartet, bis die Kronkorken rollten. In Zeiten wie diesen bringen Kronkorken kaum etwas. Dir vielleicht nicht, aber im Moment brauche ich jeden Kronkorken, den ich kriegen kann. Sind dir Kronkorken wirklich so wichtig? Ich habe keine große Wahl. Normalerweise plaudere ich nicht so aus dem Nähkästchen, aber du warst mir gegenüber offen. Also bin ich es dir gegenüber auch. Es sind diese beiden diese beiden Idioten, mit denen ich im Third Rail gesprochen hatte. Winlock und Barnes. Die sind seit Monaten hinter mir her und das vertreibt die Kunden. Niemand will mit mir zu tun haben, wenn sie hören, dass ich einmal bei den Gunnern war. Und ich dachte mir, dass ich mich mit genug Kronkorken vielleicht freikaufen könnte. Ganz schlechte Idee. Wie viele Kronkorken brauchst du? Bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, das ist nicht einmal das, was mir am meisten Kummer macht. Ich frage mich, wie ich es anstellen soll. Winlock und Barnes werden ständig von einer kleinen Gunnerarmee begleitet. Könnte sein, dass sie einfach die Kronkorken behalten und mir eine Kugel in den Kopf jagen. Wenn ich einen Treffpunkt vereinbare, kommen sie sicher in voller Stärke angerückt. Es sei denn, vielleicht könnten wir beide ihnen einen kleinen Besuch abstatten und sie ausschalten, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht. Und schau nicht so. Ich würde dich nicht einmal fragen, wenn ich dir nicht vertrauen würde.
Gibt es keine andere Möglichkeit, das zu erledigen? Wenn dem so wäre, hätte ich sie längst genutzt. Ehrlich gesagt kann es auch sein, dass sie sich das Geld nehmen und es sich später anders überlegen. Dann wäre ich komplett pleite und auf der Flucht. Ich bin mir nicht sicher. Gib mir etwas Bedenkzeit. Ja, ich dachte mir schon, dass das ein Problem sein könnte. Ehrlich gesagt, konnte ich mich seit meiner Kindheit auf niemanden mehr verlassen. Jeder, den ich traf, wollte mich entweder übers Ohr hauen oder mir ein Messer in den Rücken rammen. Aber du bist anders. Wir sind bei den meisten Dingen einer Meinung. Und ich habe da so ein Gefühl, dass es dir nicht egal ist, was mit mir passiert. Deshalb habe ich dich um Hilfe gebeten. Weißt du was? Ich mache es dir einfach. Wenn du mir hierbei helfen willst, kommst du rüber zum Autobahnkreuz Mass Pike und wir erledigen sie. Wenn nicht, nehme ich es dir auch nicht übel. Auf jeden Fall danke dafür, dass du es dir angehört hast. Schön zu wissen, dass es dir nicht egal ist. Ne? Der holt jetzt einfach ab, oder was? Spinnt der? Mit meiner Powerrüstung? Du haust mit meiner Powerrüstung ab? Hast du einen Arsch offen, oder was? Kannst du nicht einfach mit meiner Powerrüstung abbauen? Das ist meine, die habe ich zusammen geschnurrt. Hey! Brauchst du was? Was gibt's? Was meinst du? Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Sonst nichts weiter. Von mir aus. Wo ist denn das? Na guck mal, sind wir gar nicht so weit weg davon. Könnten wir eigentlich gleich machen, wa? Da? Nee, nach Norden muss ich. Da lang. Na, hier bestimmt schon irgendwie rauf, oder? Theoretisch müsste ich ja nur nach diesem diesen Strings suchen, also hier nach diesen Seilen, wo der hochfährt. Schon tot? Ich guck gerade, wo wir hoch können. Können wir da rüber springen? Und dann da hoch? Sind wir schon da, ne? Gut. Winlock und Barnes sollten hier sein. Schalten wir sie aus. Die sind bestimmt da drüben. Hallo, Major. Der wollte doch sich ein Ohr Loch picken lassen, oder? Sah zumindest kurz aus. Das dauert wirklich nicht lang. Okay, machen wir so. Trifft auf jeden Fall. Da war wieder irgendwas Unsichtbares,
Wahrscheinlich hier aus Versehen gegen so ein gegen Gras geschossen, oder was? Gegen Unkraut. Wahnsinn. So, Major. Danke, Major. Wenn ich jetzt da hochfahre, ne, dann machen die mich wahrscheinlich platt. Also entweder den langen Weg oder hier den kurzen Weg. Hier sieht's aus. Der lange Weg wäre, glaube ich, darüber lang. Die Frage ist nur, schaffe ich es überhaupt, den Sprung zu machen? Oder eher nicht. Lassen wir mal kurz gucken. Okay, also da kommen wir schon mal nicht rüber. Das ist natürlich schlecht. Jetzt komme ich hier hoch. Oder ist da zu steil? So steil ist das nicht. Da sind nur Fake-Sachen drauf, ne? Ist auch geil. Nur Fake-Sachen. Darüber komme ich auch nicht. Es sei denn, ich hätte ein Jetpack, was ich nicht habe. Aber da muss ich sowieso wahrscheinlich erstmal ein paar Punkte in Science investieren, bevor ich das Jetpack überhaupt bauen kann. Und Armorer habe ich ja schon. Hier kommen wir lang. Wie komme ich da nach oben? Landet die draußen oder drin? Die landet drin. Was? Oder voll drauf? Der sich da mal versteckt, obwohl da gar nichts mehr ist. Okay. Der denkt, da ist noch Schutz. Aber das ist gar kein Schutz. Güte, das kann doch nicht wahr sein, ey. Immer diese unsichtbaren Wände, weißt du? So. Darf ich jetzt nochmal ein bisschen so die Lage sondieren? Oder eher nicht so? Oh hab's gerade noch mitgekriegt.
Bonnie, ey. Schon wieder am Arsch, der wird gespeichert. Was für ein Scheiß, ey. Okay, den treffe ich gar nicht. Finde den Feind! Finde den Feind! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ich wollte gerade sagen, hier waren doch vorhin noch drei, oder? Hier oben lang. Feind ist untergetaucht. Ich bin getarnt. Coca-Cola haben wir noch, das ist gut. Kann ich hier irgendwas upgraden, was mir jetzt irgendwie hilft? Mehr als 4 Ziele mache ich immer Crit automatisch. Natürlich geil, aber ne. Wo war denn? Ich habe da hier irgendwo noch mal so Headshot-Dings bekommen. Hier 5% Hit-Chance kriegt man hier noch mal. Gannett. No decrease, das ist auch geil. Irgendwo habe ich dann noch mal Prozente gekriegt. Wo war denn das? Außer da. Why sprinting? Why sprinting? Wüsste ich jetzt nicht. Oder war das hier? Ne, hier haben wir die 5%. Und 2 Perception heißt ja auch wieder mehr Accuracy, ne? Also mehr Genauigkeit. Ja, was sagen wir denn? Was machen wir denn?
No combat, no time, reload faster. Tja, was machen wir denn? Hm? Was machen wir? Was machen wir? Prozent mehr Hitchens. Und dann kriegen wir Deacons Prozente, kriegen wir auch noch dazu, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Erstmal Hitchens, Hitchens, Hitchens am besten. Aber Gandalf brauche ich auch irgendwann mal. Ah, das Ding ist, man braucht so viele Punkte. Man braucht so viele Punkte. Was ist denn jetzt wichtiger? Gandalf? Mädchen, helf mir. Das ist nur Melee Damage, ne? Damage Resistance, Melee Damage. Why standing still? Nothing will happen. Ja. Ich hoffe, gepatcht. Steady Aim. Im Prinzip müssen wir sowieso irgendwann lernen. Nur die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Das ist ja die Frage. Zwei, drei, 3,5. Schleichbonus brauche ich jetzt erstmal nicht. Tatsächlich brauche ich den nicht. Kriege ich mehr Damage und leichter überreden. Ich glaube, ich nehme die 5%. Level 82 ist der. Okay, machen wir erstmal den. Dann noch den. Alter, der hat eine VX. Ne, nicht VX. Doch, X01 hat der. Guck dir mal die Rüstung an, Alter. 2400 Rüstung. What the heck? Warum müssen sie sich alle ducken? Warum müssen die sich alle ducken? Das Ding hat auch Health. Das Ding hat Health. Es hätte ja eigentlich geklappt, aber ich habe nicht verstanden, warum der. Das hätte ja eigentlich geklappt. Feind noch immer in der Gefechtszone. So, der sieht mich, ne? Weil Roboter. Machen wir erstmal so. So, machen wir so.
Dann werde ich jetzt mir 4 Omelets reinpfeifen und den weitermachen. Der hat ja gar keinen Helm auf, der ist ja blöd. Hört auf mit euren Granaten. Habt ihr gehört? Ach du Scheiße. AP-Punkte, AP-Punkte, los. Natürlich nichts getroffen. Normal. Perfekt. Problem ist, dass der blöde Roboter mich sieht. Wo ist der? Da. Wieder niemals ran, ey. Thema. Schau mal nach. Ich kümmere mich darum. So, jetzt kommst du mit. Die haben aber auch viele Granaten, ey. Ja, uff. Ich muss mich aber auch bewegen. Wie viele P-Punkte? Okay. Oh, ich tot. Der ist grün. Warum ist der grün? Oh,
fliegt der denn? Los, in Position. Und dann ist er mir. Eine Frage. Hallo? Was zum Geil passiert da gerade? Hast du gerade gesehen? Die Patrone hat ja Homing Missile. Ist ja wie so ein Homing Angriff. Nie gesehen, dass die sowas macht. Hey, hier drüben. Mich mal interessiert, warum die jetzt auf einmal grün sind. Warum die mich jetzt nicht mehr angreifen wollen. Ja. Gibt es ein richtiges Bett? Oh. Geh mir aus den Augen. Sonst was. Left leg. Nice. Wir haben endlich ein Left leg. Oder aber auch Zeit, ey. Warum greifen die mich nicht an? Hi. Ich erledige hier Gunner-Geschäfte, also verzieh dich. Dieselbe Figur, siehst du? Dasselbe Gesicht. Und wir haben natürlich alle ihre Granaten weggeschmissen. Die.
Assassin. Nee, brauchen wir nicht. Und er hat ein Doppelface. Der hat ein Doppelface. Howard, was ist das nochmal? Howard ist geil. Besonders wenn er 4 Watts benutzt und so, aber. Wann benutzen wir das dann mal, wa? Ist ja super selten. Da wäre ich sonst hochgefahren, genau. Du hast nämlich die andere Fahrstuhl. Manche fliegen echt schnell in die Luft. Was gibt's? Komm her. In Ordnung. Hier. Das ist ja einfach. Noch ein Stück. Geh dorthin. Klar, kein Thema. Weiß nicht, ob das schon reicht. Okay, damit sollten die Gunner jetzt wissen, dass sie mir vom Leib bleiben sollen. Du befürchtest nicht, dass die Gunner sich rächen werden? Man könnte es meinen, so wie sich diese Irren verhalten. Aber ich kenne sie besser. Für die Gunner geht es immer ums Geschäft. Sie haben gerade die ganze Gegend hier verloren. Und das hat sie eine Menge gekostet. Außerdem können sie gar nicht wissen, dass ich etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall schulde ich dir jetzt einen Gefallen. Schließlich hast du mich angeheuert, aber ich habe dich hier rausgezerrt. Rausgezerrt? Stand die ganze Zeit noch immer auf diesem Fahrstuhl. Ein Gefallen. So, so. Kann ich mich später entscheiden? Naja, ich lasse so etwas ungern im Raum stehen. Weißt du was? Ich gebe dir die Kronkorken zurück, die du mir in Good Neighbor gezahlt hast. Ich bleib trotzdem weiter bei dir, da das unsere ursprüngliche Abmachung war. Aber jetzt sind wir quitt. Hier, bitte. Hier sind wir wohl fertig. Geh vor, Boss. Hey! Was gibt's? Hi. Hier. Damit solltest du eine Weile durchhalten. Was meinst du? Eine freie Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Kein Problem. Und kriegen wir ran? So. Das sollte deine Lebenserwartung ein Stück verlängert haben.
Increase Armor Health. Ja, das bräuchte ich. Aber nukleares Material ist schon ist heftig. Ey. Und im Großen und Ganzen werden wir sowieso bloß mit einer Rüstung rumrennen, also von daher. Warte mal kurz, was kostet ein Jetpack? Blatt. Cleaner, nee. Tesla Coils? Stealth Boy? Das hier. Armor 4 habe ich. Science 4 will ich sowieso noch machen. Das will ich sowieso noch machen. Wegen dem Reaktorkern, also für Strom. In den Dingern da hier. In den Settlements. Okay, holen wir uns erstmal die 5% im Watt. Und danach. Hey! Was willst du? Vergiss es, da kommt man nicht hin. Danach. Da komme ich unmöglich hin. Ich bin kein Zauberer. Science. So, wie sieht's aus? Kommst du jetzt hin? Aufgepasst. Ja, alles klar. In Ordnung. Na, jetzt geht's, ja. Gut. Alles klärchen. Dann weiter Richtung glühendes Meer. Warte mal. Hier oben war da noch ein Bettchen, oder? Erst mal eine Runde sleepen. Das hat sie sich verdient. So, dann hauen wir uns gleich nochmal eine Nudelsuppe rein. So. Alles klar. Leuchtet aber komisch, wa? Als wenn die brennen würden, aber die brennen ja gar nicht. Mädchen, bist du da?
schön. Das wär's. Wow, klare Sicht, ey. Wir haben mal klare Sicht. Aber das ändert sich bestimmt gleich. Wo ist McCready? Den habe ich doch gar nicht gesagt, dass der stehen bleiben soll, oder? Der sich gerade weggraben. Ich glaube, ey. Alter, das war Damage. Das Ding. Da.
Requires more food. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. Die so zugerichtet? Vielleicht, ja. Willst du nur hin? Hingeflogen ist sie. Müssen jetzt abgehauen. Guck dir nochmal Video.